In dieser kleinen Übung soll es darum gehen, wie Sie Daten zusammenführen können. Wir haben hier, primär geht es hier um die beiden Spalten B und C. Wir haben hier quasi einmal den Typ, das ist den Textdaten. Dann haben wir hier in der Spalte C Zeitdaten und das soll nach folgender Form kombiniert werden, in Form also eines Textes. Die Herausforderung ist hier, dass wir die Zeitdaten entsprechend für die Kombination formatieren müssen. Ja, die kriegen wir natürlich nicht so ohne weiteres einfach kommt verknüpft. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir das machen. Also hier haben wir quasi das Datum in der Form und hier soll das der Zeitdatensatz in dieser Form kombiniert werden. Also zwei verschiedene Kombinationsformen und das wollen wir uns mal anschauen, wie man das lösen kann. Zunächst erstelle ich mir wieder eine Tabelle. Dazu markiere ich mir hier die entsprechenden Bereiche der Tabelle inklusive der Überschrift. Gehe dann hier auf Einfügen, Tabelle, markiere hier die Option, dass sie bereits Überschriften enthält, gehe auf OK und blende mir jetzt hier die mittleren Spaltzeilen aus. Rechte Maustaste, Zeilen ausblenden. Oh ja, passt so, damit kann man arbeiten. Ja, jetzt habe ich mir eine Vorlage noch hier reingeholt, damit ich ungefähr sehen soll, wie das aussehen soll. Die mache ich mir etwas kleiner, damit die ungefähr meiner Tabelle hier entspricht, somit lässt sich am besten arbeiten und werde zunächst hier mal die Zeiten formatieren. Ja, die Herausforderung ist schon mal, dass man das überhaupt als Zeiten erkennt. Ja, die bisher meinen Übungsbeispielen gefolgt sind, sollten jetzt hier auf alle Fälle hier Excel-Zeitdaten erkennen, die man im Prinzip nur noch anders formatieren muss, damit sie auch für uns als Zeitdaten lesbar sind. Gehe also jetzt hier auf Mehr, wähle hier Datum aus, scroll nach unten, suche mir jetzt hier ein Datum, was ungefähr der Vorlage hier entspricht. Also hier zum Beispiel dieses. Gehe nochmal auf Benutzer definiert und passt das noch an. Das soll ja alles zweistellig sein. Also hier ergänze ich noch ein T, dann ein M, J muss auch noch länger geschrieben werden, 3J, dann Doppel-H, MM ist okay und wir haben ja noch Sekunden mit dabei. Jetzt haben wir die vollständige Zeitwert, also Datum plus Uhrzeit, gehen auf OK und wird entsprechend dargestellt. Jetzt möchte ich das Ganze hier verketten, also möchte ich hier Text erzeugen, den ich hier diesen Text einfach hier an dieses Datum dranhänge oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sieht. Gehe also hier auf Formeln, wähle hier die Textfunktion aus, dann gehe ich hier auf Verketten, das ist hier. Und fange mit diesem Text an, baue dann noch ein Leerzeichen ein, beziehungsweise ich glaube noch ein Doppelpunkt, also ein Doppelpunkt Leerzeichen. Und jetzt, wenn man natürlich jetzt hier einfach reingehen würde, hier, dann bekommt man hier einfach den Wert angehängt, mit dem Excel das den Datumswert speichert. Denn wie gesagt, was wir hier darstellen, ist eine Formatierung. Das ist nicht das, mit dem Excel-Möglichkeit arbeitet. In Wirklichkeit arbeitet Excel mit diesem Wert. Ja, wie bekomme ich den jetzt entsprechend konvertiert, dass ich ihn auch in dieser Form hier bekomme? Und das war im Prinzip die Textfunktion. Die rufen wir jetzt auf, gehen also hier auf weitere, klicken hier rein, Text 3, gehen hier auf weitere Funktionen und dann Kategorie Text und rufen die Textfunktion auf. Mit der können wir jetzt die Konvertierung durchführen, holen uns hier unseren Datumswert, das ist dieser, und geben jetzt hier den Formatbefehl ein, den entsprechend. Dazu mache ich nochmal die Lupe an, damit Sie das jetzt besser sehen können. Hier, also in Anführungsstrichen, gebe ich jetzt ein, da so zweimal großes T für den Tag, Punkt, zwei. Zweimal großes M für den Monat, Punkt, dann dreimal J für das ausgeschriebene Jahr, dann Leerzeichen, zweimal H, klein H für die Stunde, Doppelpunkt, zweimal M für die Minute und zweimal S für die Sekunde. Hier sehen wir nochmal die Vorschau und, also hier wäre nochmal die Eingabe und hier die Vorschau und das ist das Datum, wie wir es haben wollen. Gehen also hier auf OK. Und schauen uns nochmal das Ergebnis an. Wir sehen jetzt hier, hat uns jetzt hier diesen Text erzeugt, hat quasi diesen Text hier genommen, hier den Zeitwert angefügt und dabei mit über die Funktion Text entsprechend formatiert. Das Gute an der Funktion Text ist, Sie können
im Prinzip dieselben Formatierungskürzel wählen, die Sie gewohnt sind von der normalen Formatierung, die wir eben gerade hier vorne gemacht haben. Sie ist meines Wissens allerdings nicht ganz so flexibel, wie diese normale Formatierung geht. Also so ganz spezielle Formatierung habe ich zum Teil mit der Textfunktion dann nicht mehr umsetzen können. Aber wobei es kann auch durchaus sein, dass man da vielleicht noch ein paar Tricks kennen muss, die mir jetzt nicht geläufig sind. Ja, hier kann ich jetzt ähnlich vorgehen. Das Datum ist ja etwas oder Zeitwert ist ja etwas anders dargestellt. Machen wir das nochmal. Ich mache nochmal kurz die Lupe wieder aus und gehe wieder also hier auf Formeln, dann auf, wo haben wir es gehabt? Text, Verketten. Hier war's. Und wir holen uns hier diesen Text rein. Dann geben wir hier einen Doppelpunkt und Leerzeichen, wechseln hier auf den dritten Parameter, rufen wieder die Textfunktion auf. In dem Fall kürze ich das hier einfach ab und gebe sie ein. Text, also Funktionsname, Klammer auf, Klammer zu. Achten Sie darauf, Groß- und Kleinschreibung ist egal, aber Sie müssen sie richtig schreiben. Jetzt gehe ich den entsprechenden Assistenten, hole mir jetzt hier meinen Datumswert und gebe jetzt hier wieder unter Verwendung der Lupe. So, hier noch mal die Kürzel ein, also in Anführungsstrichen, die bitte nicht vergessen. Und wir haben gesagt, wir brauchen hier das Datum in dem Fall einstellig, den Monat auch einstellig, das Jahr vierstellig, dann die Stunde zweistellig und die Minute auch zweistellig. Vorschau 27.05.2005 passt. 1936. Okay. Und so sieht es jetzt aus. Also hier könnte man halt entsprechend spielen. Ja, damit können wir das wieder löschen. Hier die Vorlage können wir entfernen, wenn das soweit stimmt. Und wenn Sie wollen, können Sie hier auch wieder wenn die Tabelle abgeschlossen ist, die Ausblendung deaktivieren. Also wieder auf Einblenden gehen. Und diese Aufgabe ist gelöst.